In meinem Browser-Vergleichsvideo hatte ich betont, wie sensibel eigentlich der Browser-Verlauf und die anderen Browser-Daten sind. Dennoch haben sich ein paar Personen tatsächlich dazu entschieden, mir ihren vollständigen Browser-Verlauf zu schicken. Anhand dessen möchte ich heute mal demonstrieren, was ein Hacker damit anstellen kann. Und natürlich dann auch, was ein Hacker damit anstellen kann, wenn er den Hersteller eures Browsers hackt. Dieses Video wird unterstützt von der Fachhochschule der Wirtschaft. Vieles, was ich hier erkläre, könnt ihr dort in einem Studium lernen. Mehr zur FHDW am Ende des Videos. Hey, ich will hier einmal ganz kurz mitten reingrätschen und euch sagen, wie geil ihr einfach seid. Wir haben mittlerweile über 6.500 registrierte Accounts auf der Bootstrap Academy. Ich habe gerade die Meldung Nummer 967 erhalten und mit E-Mails, Nachrichten, Kommentaren sind mehr als 2000 Meldungen eingegangen. Was wir besser machen können, was wir noch machen können, was wir fixen müssen und so weiter und so fort. Ich hätte nie mit so viel geiler Rückmeldung gerechnet. Danke dafür. Die ersten beiden größeren Bugfixes sind auch schon raus. Wenn ihr also Probleme bei der Registrierung hattet, das geht nun hoffentlich alles. Falls nicht, sagt uns das auf jeden Fall. Und ich danke euch für euer großartiges Interesse und ich freue mich noch auf sehr viel mehr. Oh, und übrigens, ab Level 15 könnt ihr selbst Webinare halten. Zunächst muss ich natürlich sagen, die Browserverläufe, die ich bekommen habe, werde ich hier nicht 1:1 verwenden. Und selbstverständlich bleiben die Daten des Einsenders auch komplett anonym. Ich erlaube mir also an den entscheidenden Stellen Informationen zu verändern und auch zusammenzulegen, damit ihnen nicht wirklich etwas passieren kann. Und damit lasst uns starten. Im Zusammenhang mit dem Browservergleich hatten wir uns ja eher die Hersteller der Browser angesehen. Was können die mit euren Daten eigentlich machen? Da die sich eher im legalen Rahmen bewegen, bleibt sie aber meist bei einem Persönlichkeitsprofil, das natürlich dann verkauft werden könnte oder für Werbung genutzt wird. Aber das ist für einen Hacker nicht genug. Dennoch kann ein Hacker ja auch durchaus auf die Datenbank zugreifen, wo die ganzen gespeicherten Profile drin sind. Das wäre eine Möglichkeit, wie ein Hacker an eure Daten kommt, der aber zugegeben echt nicht leicht ist. Das werden vermutlich dann also eher staatliche oder sehr große Hacker-Kollektive versuchen, von denen es aber auch einige gibt. Viel einfacher ist da aber das Verbreiten von bösartigen Browser-Erweiterungen, von denen wir schon einen ganzen Haufen gesehen haben. Sie werden zwar regelmäßig aus den Stores von Google oder den anderen entfernt, aber erst nach einer gewissen Verspätung. Noch viel cleverer, die Hersteller der Browser-Erweiterungen, die nicht böse sind, die kann man auch hacken. Und schon wird eine gute, vielleicht eine sehr, sehr beliebte Browser-Erweiterung, die ihr nutzt, bösartig und hat Zugriff auf eure Daten. Im Rahmen von diesem Video hier habe ich aber euren Browserverlauf sogar freiwillig erhalten. Was ein Service. Aber was dann? Was kann man damit wirklich machen? Wir starten mit den Angriffen der Kategorie einfach, aber effizient. Während die vielleicht nicht den versierten IT-Sicherheitskenner treffen, aber eure Eltern, Großeltern oder aber auch natürlich Freunde und andere Personen, die in eurem Haus verkehren, die trifft man dann doch ziemlich sicher. Und damit kommt man auch an euch. Denn man kann ja dann aus dem Heimnetzwerk auch Angriffe auf euch starten. In eurem Browserverlauf ist in den meisten Fällen euer E-Mail-Anbieter enthalten. Und jetzt wird's lustig, während die eigentliche Website ja verschlüsselt wird, ist das im Browser und damit auch im Verlauf noch nicht der Fall. Das bedeutet, mehrere Leute können zwar sehen, dass ihr auf youtube.com seid, aber nur euer Browser und YouTube selbst wissen, dass ihr exakt dieses Video hier seht. Und da schlägt der Hacker zu. Ich sehe, dass die E-Mail-Adresse deinemutter69@gmail.com ist. Gut, fairerweise wurden darüber auch die Daten an mich geschickt, aber das wäre Cheaten. Trifft sich dennoch gut, denn ziemlich sicher loggt ihr euch auch mit dieser E-Mail-Adresse bei Google und bei vielen anderen Diensten wie Instagram, Twitter und so weiter ein. Welche das sind, kann ich aber tatsächlich auch einfach herausfinden. Über euren Verlauf. Und in diesem Fall ist das Google gewesen, Twitter, Instagram, eine Uni-Webseite und tada, eine Kätzchen-Website. Glückstreffer für mich, denn viele nutzen ja solche Websites auch im anonymen Modus. Denkt ihr euch jetzt vermutlich. Ja, das mag vielleicht sein, aber bedenkt, dass Google auch im Inkognito-Modus alle Daten an Google sendet, also auch welche Website ihr im Inkognito-Modus besucht.
Es macht also effektiv keinen Unterschied, die Informationen sind trotzdem bekannt. Und hier ein paar Anmerkungen an die kleinen Cheater, die mir zwar den Verlauf geschickt haben, aber diese Informationen gerade vor einem Tag gelöscht haben. Euer Browserhersteller löscht den Verlauf bei sich nicht. Das passiert nur bei eurem Gerät, ihr Schlingel. Und natürlich können auch Browser-Erweiterungen auf euren Inkognito-Modus zugreifen, wenn ihr die dort aktiviert habt. Das heißt, Adblocker zum Beispiel gehen da genauso. Noch ein großer Vorteil, dass man direkt im Browser sitzt. Ich kann nicht nur sehen, auf welcher Website ihr wart, sondern auch exakt, welches Video ihr angesehen habt. Cool, oder? Dadurch kann man schon direkt einiges über unsere Zielperson herausfinden. Ein ziemlich spannender Fetisch tatsächlich. Ja, tatsächlich hat mir die Zielperson sogar in der E-Mail geschrieben, er hat einen nicht sehr häufigen Fetisch. Nicht mal seine Freundin weiß davon. Wow, und ich kann mir dann genau die Videos ansehen, die er gesehen hat. Klar, das mag auch wieder recht individuell sein, aber allein die Tatsache zu sehen, welchen Fetisch jemand hat, kann schon ein ziemlicher Eingriff sein, findet ihr nicht? In diesem Fall wüsste ich also schon eine ziemlich tolle Angriffsstrategie. Erpressung. Zahl mir 1337 Euro oder ich schicke deiner Freundin eine Nachricht mit den letzten 10 Videos deiner Kätzchen-History. Glaubt mir, damit kriegt man viele da draußen. Eltern, die nicht ahnen, dass ihre Kinder auf solchen Websites surfen, aber auch Leute, die sich vielleicht nicht geoutet haben und das gerne selbst in die Hand nehmen wollen, nicht wegen einem Hacker. Oder auch Partner, die es voreinander verheimlichen, auf was sie stehen. Da gibt es viele, mit denen das klappt. Doch damit lange nicht genug. In dem Verlauf konnte ich ein spannendes weiteres Thema finden, natürlich den betroffenen Twitter-Account. Wir hinterlassen überall Spuren, die vielleicht alleingenommen nicht so wertvoll sind, doch kombiniert man sie, wird ein Opfer plötzlich eine Person. Eine Person mit Interessen, Hobbys, Freunden und Leben. An seinem Twitter-Account erkenne ich, er liebt Gaming. Gut, das mag jetzt nicht besonders sein, aber er scheint ein Faible für World of Warcraft zu haben. Viele Retweets passen genau zu diesem Thema. Wusstet ihr, dass man sogar die Likes auf Twitter sehen kann? Ziemlich nützlich für das, was wir gerade machen. OSINT, Open Source Intelligence oder kurz OSINT. Also quasi, was kann ich alles über diese Person herausfinden, ohne irgendwelche geheimen Quellen zu sehen? Ich will jetzt hier nicht zu tief ins Thema einsteigen, irgendwann bekommt man eine Panikstörung, wenn man da sich zu viel damit beschäftigt. Hier soll es ja um den Browserverlauf gehen. Also, World of Warcraft. Studiert an der Uni Hamburg. Seht ihr das? Das ist der Speer, der sich da formt. Wir gehen Spearfishing machen. Arr! Spearfishing bezeichnet die Technik, Phishing-Mails so auf eine Person anzupassen, dass sie wirklich gut aussehen. Klar, das ist wahnsinnig aufwendig und definitiv nicht einfach ein Hey, dein DHL-Paket kommt jetzt gleich, sondern das dauert wirklich lange und hat aber auch deswegen Erfolgsquoten bis zu 80%. Im Gegensatz zum nigerianischen Prinz oder dem Hey, dein DHL-Paket kommt bald Phishing, gibt man sich hier also tatsächlich Mühe. Wie sieht das dann aus? Naja, diese beiden Informationspunkte reichen ja eigentlich schon. An der Stelle nochmal die Anmerkung, dass weder das Spiel noch die Uni echt sind. Beides wurde von mir abgeändert. Wir registrieren also die Website www.unihamburg.de. Bauen eine kleine Landingpage, die wie ein Community-Turnier in WoW speziell von der Uni Hamburg aussieht und schicken eine Einladung an unser Opfer. Diese E-Mail ist wohlformuliert und erstmal unverfänglich. Selbst wenn ihr die Website checkt, sieht das erstmal echt aus. Er müsste also tatsächlich in der Fachschaft fragen, ob das Fake ist. Nope, tut er natürlich nicht, aber die Registrierung ist damit erfolgreich und damit habe ich ihn nun im besten Fall komplett. Auf der Website platziere ich eine natürlich nicht echte Malware, die so aussieht, als wäre sie das Anti-Cheat, das für die Teilnahme erforderlich ist. Tja, und Anti-Cheat-Systeme haben weitreichende Berechtigungen auf den Systemen und bei einem Preisgeld von bis zu 1000 Euro kann man das ja wohl erwarten, findet ihr nicht auch? Dann sollten die Spieler das schon installieren. Damit habe ich jetzt vollen Zugriff auf seinen Rechner und kann sogar noch mehr machen. Ich habe also nicht nur Zugriff auf den Browserverlauf, sondern auf alles. Hier könnte ich nun einen Verschlüsselungstrojaner installieren, der ihn erpresst und seine Daten stiehlt, die Namen seiner Familie herausfinden für die Erpressung oder als weitere Zielpersonen tatsächlich. Ich könnte aber auch mehr Zugriff auf den Browser erlangen und da wird's nochmal spannend. Wir sind ja bislang davon ausgegangen, dass ich nur Zugriff auf den Browser
Verlauf habe. Aber euer Browser hat noch so viel mehr zu bieten. Die Browserbetreiber können das ebenso sammeln. Genauso nutzen auch die meisten bösartigen Browser-Erweiterungen nicht nur den Verlauf, sondern greifen direkt einfach auf alles zu. An der Stelle kurz eine Erinnerung an zwei Praxisbeispiele. Der Hack auf Julian Bam basiert sich hierauf und auch TikTok macht sowas ähnliches. Sie sammeln auf jeder einzelnen Website, die ihr über die TikTok-App öffnet, exakt auf welche Felder ihr wann klickt, welche Daten ihr eingibt, also auch Passwörter oder Kreditkartendaten, und schickt alles an die TikTok-Server. TikTok hat zwar keinen eigenen Browser, aber wenn ihr über die TikTok-App etwas öffnet, dann können die sich ungefähr so verhalten wie eine Browser-Erweiterung. Das ist ein bisschen komplizierter. Egal also auf welche Art, wenn ich mehr Zugriff auf den Browser habe, wird's lustig. Ich kann nun nämlich sogenannte aktive Angriffe durchführen. Sprich, ich kann nicht nur lesen, was ihr tut, sondern auch aktiv in euer Tun eingreifen. Oh, sweet, sweet money. Als erstes mache ich natürlich Folgendes. Ich ersetze die Werbung, die angezeigt wird, durch meine eigene Werbung. Sprich, jedes Mal, wenn ihr eine Website besucht, seht ihr Werbung, die nur mir Geld einbringt, nicht dem Website-Betreiber. Davon gönne ich mir erstmal ein neues Botnetz. Damit kann ich gleich noch mehr Angriffe durchführen, aber dazu wann anders mehr. Das ist erstmal natürlich wahnsinnig leicht, aber ziemlich effizient. Auch ganz praktisch, ich kann auch die Inhalte verändern, die von Websites übermittelt werden. Behalte das kurz im Kopf, okay? Als nächstes müssen wir uns wieder überlegen, wie mächtig ich sein darf in diesem Szenario. Szenario 1, ich bin göttlich. Dann kann ich direkt gespeicherte Passwörter und Zahlungsdaten auslesen. Easy, guck mal, ich habe eine neue Kreditkarte, Mami. Szenario 2, ich bin realistisch, weil Browser mittlerweile alles ein bisschen besser schützen. Dann muss ich halt jedes Mal warten, bis ihr eine Website besucht. Also, wenn ihr wieder auf Hetzchen.com unterwegs seid, kann ich ganz einfach mitlesen, was euer Passwort so ist. Problematisch ist es jedoch, wenn ihr eine Mehrfaktor-Authentifikation aktiviert habt oder einfach, wie bei Google, immer eingeloggt bleibt. Dann müsst ihr nie euer Passwort angeben. Was nun? Dazu gibt's Cookies. Ihr seid ja bei Google auch nur eingeloggt, weil ihr Cookies hinterlegt habt von Google. Und das Tolle, diese Cookies verändern sich überhaupt nicht, wenn ihr Mehrfaktor-Authentifikation benutzt. Das ist im Endeffekt einfach nur ein bisschen was, das in eurem Browser gespeichert ist und als Legitimation gilt. Besitzt ihr dieses Cookie, dann seid ihr eingeloggt. Und ich, der ja vollen Zugriff auf euren Browser hat, kann nun alles auslesen, auch eure Cookies. Das ist großartig, zumindest für mich, denn damit kann ich mich ja jetzt als ihr ausgeben. Also fast zumindest. Ich muss nur noch alles, was ich schicke, über euren Rechner laufen lassen, aber das geht ja auch problemlos, da ich diesen ja komplett in meiner Gewalt habe. Wenn ich das nicht mache, könnte es passieren, dass Google meckert und meinen Standort nicht akzeptiert, weil ich ja vielleicht woanders wohne als ihr als Hacker. Jetzt habe ich also sogar tatsächlich Zugriff auf eure Online-Konten, denn das geht nicht nur bei Google, sondern auch bei Amazon, PayPal und so weiter und so fort. Völlig egal. Und dann heißt es natürlich, Sachen bestellen auf euren Namen und euren Nacken, aber für mich. Da kann ich ganz gemütlich ein neues Handy shoppen gehen. Lieb, dass ihr mir das ausgibt. Mit dem Anwalt, das klärt ihr dann auch für mich, oder? So, und jetzt wird's natürlich perfide. Da ich nicht möchte, dass ihr merkt, dass ich mir gerade auf euren Nacken ein neues Smartphone gegönnt habe, behalte ich euren Kontostand einfach für euch im Auge. Nicht, dass ihr euch aufregt oder so. Also, wenn ihr nachschaut, verändere ich den Inhalt der Webseite, also eures Online-Bankings, einfach immer so, dass dieser eine Kauf nicht angezeigt wird. Das ist voll lieb von mir, oder? Soll sich doch niemand irgendwelche Sorgen machen. Und ich kann das Ganze jetzt so oft ich möchte wiederholen. So, meine Freunde, das meiste hiervon war natürlich ab einem gewissen Punkt Fiktion. Aber wir können uns ausmalen, was alles passieren kann. Ich möchte über diese Themen und Möglichkeiten der Hacker aufklären, aber ich unterstütze natürlich solche Straftaten nicht. Dennoch ist es leichter, als ihr vermutlich dachtet. Klar, es gibt einen ganzen Haufen Sicherheitshürden, die ich erst noch überwinden müsste, aber die wichtigste Hürde ist euer Online-Verhalten. Der Browserverlauf ist ein ziemlich sensibles Thema, egal ob mobil oder am Rechner. Installiert bitte nicht leichtfertig Software oder Apps und gebt ihnen bitte nicht einfach so die Rechte, die sie brauchen oder wollen. Ob Fortnite-Hacks oder Browser-Erweiterungen,
seid bitte auf jeden Fall vorsichtig damit und seid auch vorsichtig, welchen Firmen ihr eure Daten anvertraut. Der größte Schutz ist nämlich immer, wer keine Daten hat, dem können auch keine Daten gestohlen werden. Je weniger gesammelt wird, desto besser. In dem Video waren einige wichtige Hinweise versteckt. Sichere Passwörter, 2FA, Wahl von Anbietern, all diese Themen sind wichtige Schutzmechanismen. Nutzt sie! Und die, die jetzt etwas technischer werden wollen, möchte ich sehr, sehr gerne dazu einladen, ein Studium in diesem Bereich anzustreben. Auch wenn sich immer alles schwer anhört, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Deswegen darf ich euch unseren Langzeitpartner, die FHDW, empfehlen. Bei der FHDW könnt ihr zum Beispiel direkt Cybersecurity studieren, aber da es sich hier um ein duales Studium handelt, verdient ihr nebenbei sogar noch etwas, da ihr beim Unternehmen direkt arbeitet und Erfahrung sammeln könnt. Alle Infos findet ihr selbstverständlich in der Beschreibung und natürlich in der Endcard. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.